tut mir der Arm weh. Es hätte allerdings noch schlimmer kommen können. Ich kann von Glück reden, dass ich noch lebe. Nun, ich würde mal sagen, es ist ein wenig dunkel hier. Was haben wir denn da? Eine Art Mechanismus mit drei Hebeln. Mit etwas Glück könnte er noch funktionieren. Ja, ich habe nur keine Ahnung wie. Da ist irgendein Ventil. Ein verrostetes Ventil. Das könnte die Brennstoffzufuhr sein. Gut, also Ziel ist wahrscheinlich erstmal hier ein bisschen Licht reinbringen. Hier ist auch eine Lampe. Und hier ist ein Tor, das wahrscheinlich verschlossen ist. Ein Zaun. Vielleicht eine Tür. Ja, ganz bestimmt eine Tür, aber... Was haben wir... Ach so, das war der Zaun. Okay. Den Fässern ist nichts. Irgendein Schutthaufen. Tja, ich bin gerade... ahnungslos, möchte ich sagen. Komme ich da noch irgendwie weiter? Oder ich habe wieder eine kleine Winzigkeit übersehen. Ja, wahrscheinlich habe ich das. Ah. Wenn ich bloß die richtige Einstellung wüsste. Ich muss es wohl einfach ausprobieren. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, das jetzt einfach auszuprobieren. Ja, das kann ja jetzt alles Mögliche sein. Also wenn er schon sagt, er muss es einfach ausprobieren, wird es hier vermutlich keine... Die Hebel müssen falsch stehen. Ja, wird es da vermutlich keine Lösung für geben. Muss ich das jetzt echt ausprobieren? Also ich denke mir, einfach so, weil man das nicht macht, dass wahrscheinlich nicht alle drei Hebel oben und nicht alle drei Hebel unten stehen müssen. Ich versuche jetzt mal ganz blöde, oben, unten, oben, Mitte, unten. Der Mechanismus bekommt keinen Strom. Nun, das klappt ja hervorragend. Vielleicht mache ich das Ganze mal andersrum, den hier wieder in der Mitte lassen. Hä? Hat das jetzt... Warum sagt er nichts dazu? Er hat die ganze Zeit was gesagt? Okay. Es klemmt. Ach, das Ventil klemmt auch noch. Okay, also müssen wir damit wohl nichts machen. Ich brauche erstmal Licht, bevor ich hier den blöden Zaun öffnen kann. Muss ich das jetzt wirklich so hinbekommen? Ja, wahrscheinlich, ne? Okay, dann machen wir es einfach mal, ja, so. Und er sagt wieder nichts. Oh Gott, das kann ja jetzt ewig dauern, bis ich hier mal was rausgefunden habe. Nee, ich möchte den gerne oben haben. Oh Gott, das ist ja furchtbar. Den dahin. Er sagt jetzt auch gar nichts mehr dazu. Das verwundert mich irgendwie voll. Ja, ich kann eigentlich echt nur raten, was hier... Ausgezeichnet. Mit Licht geht alles leichter. Ja, das sind okay. Die Sachen, die ich verloren habe, als ich in den Schacht fiel. Sehr schön. Die meisten sind noch heil. Okay, die meisten sind auch heil. Heißt das, dass ein Teil kaputt ist oder so? Und er sagt, die meisten. Aber ganz ehrlich, ey, das mit dem Mechanismus hier, das hätte jetzt auch wieder Stunden dauern können. Die Kamera ist kaputt. Ja, toll. War doch klar, dass mindestens eine Sache kaputt ist. Nee, aber ganz ehrlich, das hätte jetzt super schnell gehen können. Es ging ja jetzt auch relativ schnell oder aber extrem lange dauern können. So, das Ventil. Es bewegt sich kein Stück. Okay, was haben wir hier denn noch? Ein Seil. Das er einfach mal mitnimmt. Sehr schön. Oh, das Kabel hier sieht mir nicht ganz so gut aus. Ach so, das Licht kommt hierher, gar nicht da aus der Lampe. Aber was haben wir hier noch? Hallo, hier war doch gerade noch was. Hier ist doch gerade noch was rot geworden. Da, Metallkiste. Ein alter Drahtschneider könnte sich als nützlich erweisen. Ach Gott. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich dieses Ding hier... Ja, aber das können wir doch nicht machen, wenn da jetzt Strom drauf ist.
Oder? Ich meine, hallo? Okay, das funktioniert auch so gar nicht. Ich hätte jetzt gedacht, wir müssen das irgendwie durchtrennen, aber vielleicht muss ich den Strom erstmal wieder ausmachen. Dann merke ich... Ach ne, die Hebel bleiben ja so stehen. Ich wollte gerade sagen, ich merke mir, wie die Hebel stehen. Da ist das Kabel. Ein Stromkabel. Ich meine, mich auch erinnern zu können, und das habt ihr auch in die Kommentare geschrieben, dass es tatsächlich Stellen im Spiel gibt, wo man sterben kann. Ich weiß nicht, ob das hier jetzt so eine Stelle gewesen wäre. Aber es ist ja eigentlich nur logisch, dass man das Kabel nicht durchtrennen kann, wenn da Strom drauf ist. Das wird mir den Weg nicht mehr versperren. Das weiß ich auch, ohne Elektriker zu sein, weiß ich das. Könnt ihr mal sehen. So schlau bin ich dann wohl. Okay, gut, das versperrt den Weg nicht mehr und wir können das Ganze hier verlassen. Die Frage ist, haben wir hier tatsächlich alles? Was ist mit dem blöden Ventil? Können wir das damit aufdrehen? An den Drahtschneider. Gut, ich versuche rauszugehen. Abgeschlossen. Abgeschlossen? Der Schlüssel ist auf der anderen Seite der Tür. Oh Gott, haben wir irgendwie eine Möglichkeit? Ja, obwohl, wenn das ein Drahtschneider ist. Dann kann er einfach ein Loch reinschneiden. Ich werde versuchen, mit der Hand durchzukommen und den Schlüssel zu nehmen. Nun, mach das. Klingt nach einem guten Plan. Ist erledigt. Na denn, bitteschön. Ein weiterer Schacht. Wie viele es davon hier wohl gibt? Vielleicht schaffe ich es nie wieder, an die Oberfläche zu gelangen. Ich erinnere mich, ich hatte dieses ganze Szenario, was jetzt gleich kommt, dieser Minenschacht oder was das ist, hatte ich total vergessen, dass es den hier im Spiel gibt. Den habe ich nicht so gemocht, ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich sind sie leer. Aber was auch immer der Inhalt sein mag, er ist bestimmt vom Wasser zerstört. Da gibt es nämlich gleich, ja gut, ich will jetzt nicht spoilern. Auf jeden Fall mochte ich das hier nicht so gerne, warum auch immer. Wahrscheinlich, weil ich einfach lieber in schönen Schlössern oder kleinen Dörfern unterwegs bin, als hier irgendwo in so einem Minenschacht zu hängen. Hier war gerade was. Da, ein Skelett. Wie er wohl gestorben ist. Das wäre mir so egal. Ich meine, kannst jetzt gerne noch die Knochen untersuchen und ja, versuchen das herauszufinden oder dir einfach die Einsturzstelle angucken. Dieser Gang ist unpassierbar. Fledermäuse. Zu denen sagt er aber nichts. Die Fässer hier enthalten wahrscheinlich Öl oder Diesel. Dieses ist leer. Die Tür ist abgeschlossen. Ach, dann brauchen wir hierfür wohl einen Schlüssel. Da ist noch ein Skelett zum Tunnel. Gut, wenn es hier nicht mehr weitergeht und danach sieht es aus, dann werde ich wohl in den Tunnel gehen. Ein Fahrstuhlschacht. Ja. Der Fahrstuhl ist meine einzige Chance, an die Oberfläche zu kommen. Hoffentlich kann ich ihn irgendwie in Betrieb nehmen. Ja, stimmt. Und wenn ich mich jetzt richtig erinnere, muss man hier zigmal hoch und runter fahren. Und ja, ja, deshalb habe ich das nicht so gemocht. Sie ist sehr rostig, aber immer noch intakt. Okay, wie das Ganze hier geht, weiß ich aber trotzdem nicht mehr. Das habe ich dann verdrängt. Er enthält nur Schlamm und etwas dreckiges Wasser. So, zum Maschinenraum. Ein großes Fass voller Öl. Nun, Fahrstuhlschacht. Der Fahrstuhl ist nicht da, wie es aussieht. Ich kann nur einige Meter weit sehen. Vielleicht kann ich den Fahrstuhl benutzen, wenn er nicht auf dem Boden des Schachts zerschellt ist. Das wäre natürlich nicht so von Vorteil. Aufzugsteuerung. Kaputt. Na, klasse. So, sonst haben wir hier alles. Dann würde ich sagen, gehen wir mal in den Maschinenraum. Oh Gott, Kontrolltafel. Ich könnte versuchen, die Maschine zu starten. Aber wie? Eine berechtigte Frage. Und überall die Skelette hier. Ich meine, was ist hier unten passiert? Riesiges Schwungrad.
Früher hat dieser riesige Mechanismus etwas Großes bewegt. Vielleicht hat er den Fahrstuhl bewegt. Wäre eine Möglichkeit. Okay, sonst haben wir hier, glaube ich, nichts mehr. Steine. Pfütze. Dreckiges Wasser mit einem Ölfilm darauf. Ah, müssen wir da vielleicht irgendwie später mal ein Feuerchen machen oder so? Wer weiß, kaputte Leiter. Ich könnte hinaufklettern, aber sie führt nirgendwo hin. Ja, was soll ich jetzt hier tun? Ich meine, hier ist nichts. Hier ist soweit auch nichts. Lore, die Behälter können wir uns nicht mehr angucken. Das Fass. Das hier mache ich mal wieder zum Messer, sonst vergesse ich, dass es ein Messer ist. Wir haben Seil und wir haben eine spitze Stange. Können wir damit irgendwas anrichten? Vielleicht die Lore, das Seil an der Lore befestigen oder... Nee, wahrscheinlich müssen wir... Ach, wahrscheinlich müssen wir später, wenn der Aufzug da ist, das Seil am Aufzug befestigen und dann... Ja, keine Ahnung. Was mache ich hier eigentlich mit der Stange? Ach nee, die Aufzugsteuerung können wir nicht mehr angucken. Was? Können wir das mit der rechten Maustaste angucken? Die Lore mit der rechten Maustaste? Nein. Ein großes Fass voller Öl. Können wir da nicht irgendwie entweder hiermit oder mit dem Messer reinstechen, dass vielleicht das Öl rausläuft? Klappe? Unter dieser Klappe könnte etwas sein. Ja, wenn das Fass nur nicht im Weg wäre. Irgendwie muss ich das wegschieben, um an den Deckel zu kommen. Ach, und jetzt ist es wahrscheinlich zu schwer, okay. Auf keinen Fall. Es ist zu schwer. Das war doch klar. Okay, damit geht's nicht, dann aber bestimmt damit. Ich werde versuchen, mit der angespitzten Stange das Fass zu durchbohren. Gute Idee, Samuel. Und lässt das Öl einfach mal so da reinlaufen. Ja, passt schon. Wer weiß, vielleicht hätte er das Öl auch nochmal gebrauchen können. So müsste es klappen. Ja, ich hätte es ja aufgefangen mit irgendwas, vielleicht mit dem Behälter da hinten. Aber nun gut. Die Klappe bewegt sich nicht. Okay, das ist jetzt auch klar. Wir haben einen Lappen. Moment. Der Stoff ist verrottet, aber noch immer fest. Gut, binden wir doch einfach mal das Seil hier dran. Doch nicht an den Aufzug, sondern... Ich habe ein Ende des Seils an der Klappe festgebunden. Ja, und das andere Seil binden wir mal an die Lore. Jetzt muss ich nur noch die Lore wegschieben. Nun, okay. Na, super. Die lässt sich nicht bewegen. Was? Wie soll ich die hier wegbekommen? Die lässt sich... Ach, ey. Was macht der jetzt? Ich muss die Blockierung lösen. Ach, sag an. Gut, dass ich mittlerweile weiß, dass ich zwischendurch nochmal mit der rechten Maustaste klicken sollte. Aha. Sehr schön. So, aber hier ist der Aufzug immer noch nicht, wie es aussieht. Da drüben ist es zu dunkel. Ich bleibe in der Nähe des Lichts, das von oben kommt. Hast du keine Taschenlampe oder sowas? Oder mal irgendwas zum Feuer machen? Es ist voller Öl, wie die Fässer oben. Ich brauche jetzt kein Öl. Okay. Hier geht es nicht weiter. Wo geht's denn dann weiter? Ich meine, können wir noch weit... Ach so, hinunterklettern. Okay.
Hier ist es stockfinster. Wahrscheinlich ist der Stromkreis kurz geschlossen. Was haben wir hier? Das sieht aus wie ein Verteilerkasten. Er lässt sich nicht öffnen. Ach, schade. Können wir den vielleicht aufbrechen? Der Deckel hat sich gelockert. Sehr schön. Ich muss den Stromkreis schließen. Oh, nö. Oh, nö. Och, das erinnert mich gerade so an Silent Hill Homecoming. Da musste man doch auch zwei so Rätsel mit den Kabeln lösen. Und ich hab's überhaupt nicht gepeilt. Die kommen alle, klar, die kommen alle hier aus diesem roten Kabel. Ich pack das mal einfach dahin. So, das ist falsch, ne? Ja, gut. Dann packe ich, nehme ich das hier und pack das dahin und dann nehme ich den blauen. Was ist das eigentlich? Oh, Knopf. Nichts. Okay, also bei solchen Dingen muss ich mir tatsächlich immer merken, wie ich hier, wie ich das gemacht habe. Also was ich alles schon hatte. Packen wir den mal wieder weg. Nehmen wir mal einfach... Hallo, ich möchte gerne den blauen. Den packe ich jetzt dahin. Dann packe ich den roten dahin. Dann kann ich noch versuchen, grün und blau zu tauschen. Oh, wie ich sowas nicht mag, ne? Das ist einfach mal so... So voll nicht meins. So blau dahin. Grün dahin. Also der muss ja da bleiben, ne? Dieser rosane. Okay. Ach so. Ach, ich muss ja jedes Mal... Oh, ich bin auch doof. Ich endlich. Das war früher der Pausenraum, würde ich sagen. Ich hab... Also, sorry. Ich glaube, ich nehme jetzt erstmal 5 Stunden oder so am Stück auf, denn ich habe echt Glück gerade mit den ganzen Rätseln. Ich wollte gerade sagen, boah, ich muss auch jedes Mal auf den Knopf drücken. Habe ich jetzt total vergessen. Ja, und zack, hat es funktioniert. Schön. Ein Sicherungskasten. Den fasse ich lieber nicht an. Okay, dann lass es doch. Feiger Hund. Generatorsteuerung. Vielleicht dient sie als Antrieb für den Fahrstuhl. Nun, vielleicht ist sie aber auch einfach nur zu Dekozwecken da. Denn das macht man ja mit Generatorsteuerung ganz gerne. Einfach mal dekorieren. Oh, ein Buch. Jetzt fängt er gleich wieder an zu lesen. 5 Stunden lang. Vielleicht hilft mir das, nach draußen zu kommen. Ja, bestimmt. Ein Buch hilft immer dabei, nach draußen zu kommen. 29. Mai. Heute ist alles glatt verlaufen. Die Schicht verlief ohne Probleme. Abgesehen von der furchtbaren Hitze hier. Schreckliche 55 Grad. Wenn wir von über Tage nicht zu trinken bekämen, würden wir alle vor Durst tot umfallen. 30. Mai. Einer der drei Luftschächte scheint verstopft zu sein. Die Männer meinen, irgendetwas steckt darin fest. Das würde die schreckliche Hitze erklären. Ich muss heute Nachmittag zu den Luftschächten und die Sache überprüfen. 31. Mai. Etwas hat Luftschacht 2 völlig verstopft. Es wird eine Weile dauern, bis wir das Hindernis entfernen können. Es ist fast in der Mitte des Rohres und ziemlich groß. Morgen werden wir erfahren, was die Hitze hier drinnen verursacht hat. 1. Juni. Heute haben wir endlich herausgefunden, was den zweiten Luftschacht blockiert hat. Es war eine Leiche. Einer der 9 Arbeiter ist wohl in den Luftschacht gefallen. Noch kennt niemand seine Identität. Die Leiche muss schon ziemlich lange da drin gesteckt haben. Und das bei der Hitze hier. 15. Juni. Die letzten 14 Tage waren ruhig. Keine großen Schwierigkeiten. 18. Juni. Der alte Morton ist verrückt geworden. Man fand ihn am Ende des neuen Stollens. Er saß einfach da und starrte ins Nichts. Niemand hat aus ihm einen vernünftigen Satz herausbekommen. Er murmelte nur ständig etwas von einem Gespenst. Vielleicht hat er zu viel Gas eingeatmet. Ich ließ ihn zum Arzt bringen. 19. Juni. Heute Nachmittag hatten wir wieder so einen Zwischenfall mit einem Gespenst. So ein Unsinn. Hier muss irgendwo ein Gasleck sein. Morgen früh lasse ich die Werte messen. 22. Juni. Wir haben im ganzen Stollen gemessen und nichts gefunden, kein Gas. Aber 3 weitere Männer mussten heute über Tage gebracht werden. Niemand weiß, was ihnen fehlt. Sie erzählen den gleichen Blödsinn wie der alte Morton. Wenn das so weitergeht, wird die Mine geschlossen werden müssen. Und das wird Fuller gar nicht gefallen. 23. Juni. Heute habe ich eine ganze Stunde dafür gebraucht, diese Feiglinge zu überreden, in den Aufzug zu steigen.
Niemand will in dem neuen Stollen arbeiten. Alle haben Angst vor dem Gespenst. Ich musste ihn schließen, sonst wäre keiner mit in die Mine gekommen. Tag 1. Etwas Furchtbares ist passiert. Ich habe seltsame, verdammt seltsame Geräusche aus dem Fahrstuhlschacht über mir gehört. Und dann passierte es. Ein markerschütternder Schrei und ein unglaubliches Krachen. Ich weiß nicht, wie viele Minuten oder Stunden inzwischen vergangen waren, aber als ich wieder zu mir kam, lag ich auf der anderen Seite des Raumes und mein Mund war voller Dreck. Ich glaube, ich habe mir einige Rippen gebrochen und mein linker Arm ist so angeschwollen, ich kann ihn kaum bewegen. Ich weiß nicht, ob ich in diesem Zustand aus dem Fahrstuhlraum kriechen kann. Tag 2. Es ist sinnlos. Alle Versuche, hier rauszukommen, waren umsonst. Etwas muss auf die Klappe am oberen Ende der Leiter gefallen sein. Verdammt! Die einzige andere Möglichkeit, hier rauszukommen, ist mit dem Fahrstuhl. Aber er funktioniert nicht. Ich hoffe, dass jemand die Klappe von außen öffnet. Sonst... ich habe Angst. Tag 3. Ich schätze, dass ich inzwischen schon seit 3 Tagen in diesem verfluchten Loch stecke. Ich habe großen Hunger, aber der Durst ist noch schlimmer. Gott sei Dank ist es hier feucht. Ich trinke das Wasser aus den Pfützen unter den Leitungen. Mein Arm schmerzt so. Ich kann ihn gar nicht mehr heben. Mir tut der ganze Körper weh vom Schreien, aber niemand kann mich hören. Die einzige Möglichkeit ist dieser verdammte Deckel oder der Fahrstuhl. Aber von hier aus kann ich nichts machen. Was für eine Ironie. Tag 4. Ich werde schwächer. Ich weiß, dass ich es nicht mehr lange mache. Mein Arm pocht vor Schmerzen und mir gehen die Kerzen aus. Das Licht ist nur ein Geflacker. Wenn ich nicht bald gefunden werde, sterbe ich an Blutvergiftung, verhungere oder verdurste. Ohne Licht wird es noch viel schlimmer als jetzt. Ich weiß, dass dies meine letzten Worte sind. Aber ich weiß nicht, was ich schreiben soll. Vielleicht einfach, wenn jemand diese Zeilen hier findet und mich über Tage bringt, bitte, beerdigt mich ordentlich. Lebe wohl. Oh, irgendwie tut er mir jetzt leid. Ich meine, es war zu erwarten, dass hier jetzt wieder so eine Lesestunde kommt, aber okay.